Grüezi miteinander. Ihr hört schon, wir sind wieder mal in der Schweiz. Hm? Jawohl, und die Schweiz ist so nah und trotzdem so fern. Mhm. Denn um in die Schweiz zu kommen, müssen wir die Europäische Union verlassen. Und wenn einer eine Reise tut, dann muss er sich auch an die Vorschriften des jeweiligen Landes halten. Jetzt ist die Schweiz noch außer EU, sind die Vorschriften vielleicht noch ein bisschen anders. Mhm. Wobei man sagen muss, die Mautregelungen sind eigentlich auch in der EU ziemlich unterschiedlich von Land zu Land. Ja. Leider Gottes. Ja, das finde ich auch ein bisschen ein Mango. Und es wäre viel einfacher, wenn das besser geregelt wäre. Ja, und leider Gottes müssen wir das dann eben natürlich auch berücksichtigen. Und wie es in der Schweiz läuft, das wollen wir euch jetzt sagen. Bis 3,5 Tonnen ist es kein Problem. Da klebt man sich eine Vignette vorne hin. Ja. Und dann ist die Sache erledigt. Dann darf man auf der Autobahn fahren. Ab 3,5 Tonnen ist es dann schon etwas anderes. Da muss man dann eine Schwerlastabgabe bezahlen. Mhm. Und die bezahlt man mittels so einem Formular, das man an der Grenze bekommt. Also direkt am Zoll bekommt man dieses Formular. Ja, das kostet um die 32 Franken und gilt für 10 einzelne Tage. Das heißt, jeden Tag, den wir in der Schweiz verbringen, müssen wir einen Tag abstreichen. Und damit muss man auch rechnen, dass das kontrolliert wird, ob man das getan hat. Egal, ob wir auf einem Campingplatz über Nacht stehen oder 3 Tage auf dem Campingplatz, müssen 3 Tage abgestrichen werden. Oder so wie wir jetzt auf dem Bauernhof. Ja, also auch wenn man nicht unterwegs ist in der Schweiz, man muss, wenn man ein fremdes Kennzeichen hat und über 3,5 Tonnen wiegt, muss man jeden Tag dieses Zehntel von 32,50 Schweizer Franken als Schwerlastabgabe bezahlen. Mhm. Jetzt, wenn man dieses Formular ausfüllt am Zoll, dann gilt es genau ein Jahr, das heißt, wenn man am 14. Juni einreist, dann gilt es bis zum 13. Juni jetzt 22. Mhm. Das heißt, die 10 Tage muss man in der Zeit aufbrauchen. Und das nächste Problem ist, wenn man noch ein paar Tage übrig hat wie wir und man reist ein, dann gilt es eben auch nicht ab dem Zeitpunkt, wo man den ersten Tag entwertet, sondern ab dem Tag, wo man das bezahlt hat. Und deswegen gibt es auch mittlerweile von der Schweiz eine sehr fortschrittliche App, die man verwenden kann. Und die bucht man dann, da bucht man sich dann ein, wenn man es braucht. Also wir hatten jetzt auf unserem Formular noch 3 oder 4 freie Tage. Die brauchen wir jetzt auf. Und wenn wir dann beim Ziel sind, an dem entsprechenden Tag, da buchen wir uns dann in der App ein und versuchen mit Kreditkarte diese Schwerlastabgabe zu bezahlen und tragen unsere einzelnen Tage ein. Mhm. So handhaben wir das in der Schweiz. Und zu eurer Information, also man darf mit über 3,5 Tonnen überall fahren, Autobahn, egal wo, natürlich unter den Regeln und Geschwindigkeiten, ist ganz klar. Aber man muss nur diese Schwerlastabgabe von 3 Euro oder 3 Franken 25 gerechnet, also 10 Tage, 32,50. Ach ja. Mhm. Und dann darf man alle Straßen benutzen. Und selbst wenn man nicht unterwegs ist, das ist wichtig, muss man diese Schwerlastabgabe trotzdem bezahlen. Man muss halt für jeden Tag, egal ob man steht oder fährt, muss man das eintragen. Ja. Mhm. So, dann gibt es das nächste Problem, das ist die EU-Regelung mit Roaming. In der Schweiz ist alles etwas teurer, auch das Telefonieren ist nicht gerade günstig. Und die EU hat ja diese Roaming-Gebühren abgeschafft. Das heißt, in Spanien zahlt man keine Roaming-Gebühren mehr und auch in Frankreich nicht mehr. In Österreich, aber in der Schweiz grundsätzlich schon. Es gibt jetzt einige Tarife, die sagen, wir machen auch die Schweiz frei von Roaminggebühren, aber darauf könnt ihr euch nicht zwingend verlassen. Für uns war das immer etwas ärgerlich, weil wir dann immer suchen mussten, wenn wir in der Schweiz waren, wo ist WLAN, beziehungsweise muss man Roaminggebühren bezahlen. Und jetzt haben wir da eine andere Lösung gefunden. Wir haben uns eine Prepaid-Karte von der Firma Sunrise gekauft. Und da muss man darauf achten, wir sind zu einem Kiosk gegangen an einer Tankstelle und haben gefragt, wo kriegen wir eine Prepaid-Karte her. Dann hat sie gesagt, die kann sie uns nicht verkaufen, wir müssen zu einer Poststation gehen. Dann sind wir zur Poststation gegangen, die haben gesagt, wir handeln nicht mit Sunrise, aber wir können ihnen was anderes empfehlen.
Und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass der Fokus da auf Telefonieren gelegen hat, was für uns eigentlich gar nicht relevant ist, denn telefonieren wollen wir nicht. Wir brauchen Datenvolumen. Und da haben wir dann an der Post den Tipp bekommen, dass wir eventuell zu einem Sunrise-Filiale fahren können. Ja. Wir haben dann gegoogelt im Internet, bei Schaffhausen gibt es tatsächlich eine Sunrise-Filiale in einem Einkaufszentrum. Wir sind dann in einen normalen Telefonladen gegangen, wo im Sunrise auch angeschrieben war. Der konnte uns gar nicht weiterhelfen. Der hat gesagt, er hat nur Monatsverträge, keine Prepaid-Karten. Wir sollen doch mal direkt zu Sunrise gehen. Und da haben wir dann festgestellt, dass in einem Einkaufszentrum noch ein direkter Shop von Sunrise ist. Und da haben wir einen für unsere Verhältnisse oder für unsere Einschätzung guten Deal gemacht. Wir haben da eine Prepaid-Karte gekauft mit 20 Franken und jeden Tag, wo wir einmal uns einloggen ins Internet, zahlen wir 2,50 Franken und haben dann unlimitiert Internet. Mhm. Ja, also das ist für uns, für eine Prepaid-Lösung, eine ganz tolle Lösung, zumal wir, wenn wir ins Internet gehen, dann meistens schon ziemlich relativ viel Byte verbrauchen. Und das Internet ist auch sehr zügig. Wir sind jetzt schon einige Tage in der Schweiz unterwegs und wir kommen sehr gut damit zurecht. Wir haben unser ein altes Handy von mir, was meistens dann auch noch relativ jung ist, ja. haben wir die deutsche Karte raus und haben jetzt diese Sunrise-Karte rein. Und das läuft in Dauerbetrieb auf Hotspot. Und dadurch hat jetzt die Ursi und ich auch. Haben wir beides Schweizer WLAN. Also die Tage, die wir jetzt schon in der Schweiz sind, muss man sagen, eine Königslösung. Ja, also für uns ist die jetzt ideal. Ja, und da können wir jetzt auch Videos hochladen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch weiter in die Schweiz reinfahren. Mhm. Und wenn dann unser Guthaben aufgebraucht ist für die 20 Franken, haben wir gleich für ca. 8 Tage Guthaben gehabt. Und wenn es dann aufgebraucht ist, dann holen wir uns einfach eine neue Prepaid-Karte. Die kann man, glaube ich, aufladen. Oder wie nennt sie? Oder wie ja, ist ja, das? Ja. Mhm. Und man muss dann nur alle halbe Jahr mal kurz sich einloggen, also einen kurzen Telefonanruf machen mit einer Minute und dann ist die Prepaid-Karte wieder weiter in der Funktion gültig. Allerdings kostet es dann auch 2,50 Euro. Aber wir fahren ja sonst auch immer wieder mal in die Schweiz. Eben. Soweit lohnt sich das für uns auf jeden Fall. Mhm. So, das zu dem. Und dann kommt die Übernachtungsproblematik in der Schweiz. Mhm. Und für dieses Problem, da stehen wir auf. Ja, weil da haben wir nämlich zwei Experten eingeladen. Zwei Gesprächspartner. Und die können euch alles dazu selbst erzählen. Und viel besser als wir. Genau. Mhm. So, also und jetzt haben wir hier die Karin und den Marco. www.landcamp.ch Genau. Auch ich bin landfähig. Ja? Ihr zwei habt landcamp.ch gegründet und es macht durchaus Sinn. Also wir haben ja jetzt schon eine Station genossen. Wir sind gerade bei der zweiten Station. Vielleicht sagt ihr einfach mal was dazu, stellt euch vor und sagt, was einen hier erwartet und wie das Ganze abläuft. Ja, zuerst mal herzlichen Dank der Ussi und dem Hele, damit dass wir das Landcamp vorstellen dürfen. Freut uns natürlich sehr, dass ihr auch am ersten Hof schon euren Spaß hattet, dass euch gefallen hat da. Landcamp, die Idee kam ja auf, weil wir Landvergnügen kennen in Deutschland. Und das ist eine riesen Erfolgsgeschichte da. Und tolle Sache, alle profitieren, die Wohnmobilisten profitieren, die Bauern profitieren. Und dann haben wir gesagt, sowas sollte es auch in der Schweiz geben. Weil es, wie du vorher gesagt hast, die Campingplätze, es ist nicht jedermanns Sache. Und die Stellplätze sind zum Teil dünn gesät und darum konnten wir jetzt einige Bauernhöfe gewinnen, die Stellplätze anbieten. Und das sind wir jetzt am Aufbauen. Es sind jetzt ungefähr gegen 30 Höfe mit ungefähr gut 70 Stellplätzen, die wir schaffen konnten, also mit den Bauern zusammen. Und das freut uns sehr, dass wir das jetzt auch neu in der Schweiz anbieten können. Und ein Aspekt ist natürlich auch um die das Verständnis zwischen den Reisenden und der Landwirtschaft ein bisschen näher zu bringen, gegenseitig. Und da kann Karin mal was dazu sagen, vielleicht noch. Ich finde es einen schönen Nebeneffekt bei diesem Landcamp.ch, dass wir die Bauernhöfe besser kennenlernen und auch mehr Einblick kriegen in die Landwirtschaft. Unsere Bauern produzieren wunderschöne Produkte, die kann man meistens ab Hof kaufen. Und das finde ich einen wunderschönen Nebeneffekt von der ganzen Sache.
Ja, wie man es ja schon von Landlust kennen, da wird es ja auch propagiert, dass man dann auf den Höfen einkauft, ja, die ja Hofläden anbieten. Und es kommt ja einer gesunden Ernährung durchaus zugute. Ja. Wir haben einen Hof schon mal besucht, jetzt sind wir hier beim zweiten Hof und können das Ganze nur bestätigen. Es ist also ein ganz anderes Stehen, man hat keine Nachbarn, man hat hier Ruhe, außer die Kuhglocken, die man ja gerne hören, auch mal im Urlaub. Ja. Und vor allen Dingen, man bekommt auch sehr viele praktische Tipps für Ausflüge etc. Ja. Diese Höfe, die ihr an Land gezogen habt, wir haben uns das ja schon mal angeschaut, die sind in der ganzen Schweiz verteilt. Also wir fahren jetzt dann Richtung Zermatt weiter und dann ist auf dem Weg schon wieder ein Bauernhof. Wie wollt ihr das Angebot dann weiter gestalten? Wollt ihr das auch ähnlich wie Landlust aufziehen mit einem Buch? Oder? Na, das ist so, dass mit dem Buch, das finden wir etwas veraltet, sage ich mal, mit Printausgaben. Wir wollen das digital machen, vielleicht später mit einer App dann. Mhm. Und auch mit einer Vignette, also im Moment kann man es noch testen ohne Vignette bis 1.1.23 kann man da jeden Hof anfahren, ohne dass man eine Vignette braucht und so. Nachher ist es dann so, dass man eine Vignette für die Windschutzscheibe braucht, ähnlich wie bei Landvergnügen da. Das sind also dann Höfe, die mit euch eine Kooperation vereinbart, genau, haben. Das heißt, ihr bringt die Gäste dahin und es dürfen dann auch somit nur die Gäste, oder es werden dann nur die Gäste genommen, die mit euch dann auch als Gäste kooperieren, und auch die Höfe werden nur von euch versorgt, die mit euch kooperieren, sodass das praktisch ihr als Kooperations- oder als Koordinationspartner auftretet. Ja? Und genau, das Ganze dann als App und preislich abgerechnet wird das Ganze einmal in der Form, in dem ihr die App nutzt, und dann auch einen gewissen Obolus, den man an den Hof bezahlt, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind. Hier zum Beispiel ist ja komplett der Strom mit inklusive, da wird nichts extra abgerechnet. Und da muss natürlich auch irgendwo eine Pauschale mit berechnet werden, damit der Bauer da kein Draufzahlgeschäft hat. Hier gibt es jetzt keine Möglichkeit, also außer ein paar Eier zu kaufen, gibt es jetzt hier auf den Hof Baumann bei Zürich nicht. Aber irgendwo muss ja auch hier eine Win-Win-Situation entstehen, sodass also auch diejenigen, die die Stellplätze zur Verfügung stehen, davon profitieren. Genau, also es funktioniert so, dass die Bauern können, die Grundtaxen können die selber bestimmen, was sie verlangen für die Übernachtung. Und dann ist das der Platz, der Stellplatz. Und dann die Zusatzdienstleistungen, die man nutzen kann auf den Bauernhöfen, zum Beispiel Strom, Wasser, Toilette, Dusche, Waschmaschine und so weiter. Je nach Hof sind die Angebote verschieden, je nach Infrastruktur. Und die bezahlt man dann einzeln, das, was man eben effektiv nutzt. Also wenn man ein autarkes Wohnmobil hat, dann braucht man vielleicht nur den Platz. Wenn einer mit einem VW California kommt, braucht er vielleicht die Toilette noch. Man zahlt effektiv nur das, was man nutzt. Und das ist auch etwas speziell in dem System, dass man die Grundtaxe zahlt und dann, was man noch effektiv dann nutzt. Prima. Abgerechnet wird direkt. Ah ja, das Bauern ist noch wichtig. Ja. Das ist noch im Vergleich zu anderen Plattformen, also abgerechnet wird beim Bauern. Reserviert wird beim Bauern, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Man kann also nicht einfach hinfahren, sondern man muss vor anrufen, ob es da Platz hat. Und da muss man die Rückbestätigung haben, okay, ihr könnt kommen, dann und dann. Also man muss immer direkt beim Bauern reservieren, das ist ganz wichtig. Ja, ist es auch vorgesehen, einmal über die App, dass man reservieren kann, wenn man unterwegs ist und dann einen Bauernhof sucht, dass man sagt, ich möchte jetzt eine Zwischenstation? Nein, das ist nicht vorgesehen, weil es gibt so Systeme, wo man das macht, wie mit Booking und so. Aber wir haben festgestellt, dass die Bauern die Fäden, sage ich mal, gerne selber in der Hand haben, weil vielfach tritt etwas Unvorhergesehenes ein, oder die müssen mit dem Vieh auf die Alm oder weiß ich was, und dann möchten die auch mal sagen können, nein, es ist voll. Und wenn es über eine App läuft mit dem Kalender, dann ist man sofort wieder gebunden eher, und darum immer direkt beim Bauern fragen. Wie ist das vorgesehen? Landvergnügen sagt ja, eine Nacht ist okay. Wie ist es bei euch vorgesehen, dass man da auch ein paar Tage stehen kann, oder ist das alles frei und je nachdem individuell zu regeln? Also ist individuell von Kanton zu Kanton verschieden. Zum Beispiel Kanton Graubünden empfiehlt 3 Nächte, eine Nacht. Das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt. Muss man halt auch mit dem Bauern absprechen, wie lange kann ich bleiben.
vielmals sind ja die Wohnmobilisten, dass sie vielleicht ein, zwei Nächte bleiben und dann weiterfahren. Aber es gibt auch Höfe, wo man durchaus länger bleiben kann. Also das ist dann von der Gemeinde aus geregelt oder von der Kantonsverwaltung? Ja. Meistens, ja. Da gibt es unterschiedliche Bestimmungen, genau. Wie lange ein Bauer so einen Platz hintereinander zur Verfügung stellen kann, damit es praktisch nicht zu sehr als Konkurrenz für einen Campingplatz auftritt. Ja, vielleicht auch als Sektor ein bisschen eine Grauzone. Es ist nach wie vor ein bisschen in der Grauzone. Das Ganze ist ein bisschen in der Entwicklung. Das Bedürfnis und die Nachfrage, die kommen erst. Und die Gemeinden und auch Kantone, die sind sich noch ein bisschen am Suchen. Was wollen wir, was wollen wir nicht? Das ist einerseits ein großes Plus, dass weniger Wohnmobile einfach irgendwo stehen. Also das Wildcampieren, ja. Das möchte man auch nicht so gern, so wäre es etwas geordneter, aber eben, es ist alles noch nicht so ganz fix geregelt. Also da wird sich noch etwas tun in den nächsten Jahren. Das heißt, ihr seid auch noch gut beschäftigt. Ja, das auf jeden Fall. Was auch noch vielleicht zu sagen ist, die Gemeinden sind froh, eben, wie Karin sagte, dass solche Angebote geschaffen werden und sind auch relativ tolerant, solange keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Also, solange nur der Stellplatz angeboten wird, ist das kein Problem und nur Ruhe und Ordnung gewährleistet sind. Schwierig wird es dann, wenn jemand einen Container will hinstellen mit Dusche und WC, weil dann läuft es über eine kantonale Bewilligung und dann muss man natürlich die ganzen Prozedere durchlaufen. Aber sonst sind die Gemeinden froh, dass man solche Angebote schafft. Und nicht nur die Gemeinden, sondern wir Camper auch. Die Camper natürlich auch. Genau. Und daran arbeitet ihr, das finden wir sehr gut. Und wir werden dieses Angebot, wenn wir wieder in die Schweiz kommen, sicherlich dann auch öfters mal auf ganz inoffiziell in dem Fall. Das ist ja offiziell, ne? Inoffiziell werden wir das dann auch machen. Wir sind mit vollem Herzblut dabei und je länger wir das machen, umso mehr Herzblut schießt dann noch ein. Also das ist wirklich eine tolle Sache, auch mit diesen Bauernfamilien zusammenzuarbeiten. Das ist, also gibt mir sehr viel Freude. Ja, wir sind, das glaube ich, ja. Wir sind auch, Camper. Wir sind ja auch Wohnmobilisten und darum wir schauen uns aus der Perspektive an. Aha. Und finden es cool, dass man an Orte hinkommt, wo man sonst nicht so hinkommt. Ja. Schöne Aussicht. Kuhgebimmel und schöne Plätze und so. Das und ist Ruhe vor allen Dingen. Und Ruhe, genau, das ist das nette Schöne. Begegnungen. Und hier auch. Hast du nur einen Platz, hier seid wirklich nur hier. Das ist doch toll. Ja, also wir haben das jetzt auch genossen, das ist jetzt der zweite Bauernhof, wie ich schon mal gesagt habe. Mhm. Und wir finden die Idee ohnehin super und wünschen euch viel Erfolg, dass das gut gelingt. Und viele Gäste. Also, wenn ihr in die Schweiz kommt, probiert es mal aus. Kauft eure Schwerlastabgabe, holt euch eure Telefonkarte und geht zu landcamp.ch. Die haben die deutschen Stellplätze in der Schweiz. Vielen Dank. Ja.